Wenn Sie ein Projekt rund um die Marke einer Firma betreuen, stellen Sie möglicherweise fest, dass außer einem neuen Logo auch ein neuer Markenname erforderlich ist. Ob ein Unternehmen gerade beginnt oder seine Marke nur überarbeiten möchte, beides ist ein perfekter Zeitpunkt, den Namen des Unternehmens zu überdenken. Die Namensfindung ist ein Bereich der Arbeit an einer Markenidentität, der in Designkursen selten abgedeckt wird. Üblicherweise wird er nicht mit Grafikdesign in Verbindung gebracht, weil er nicht visuell orientiert ist. Meist wird vorausgesetzt, dass der Kunde auf jeden Fall einen Namen vorgibt. Ich halte dies für unglücklich und dadurch wird nur die schlechte öffentliche Auffassung und das Klischee bestärkt, dass Designer lediglich Bilder herstellen und keine Denker sind. Ein starker Markennamen kann auf Dauer den Wert eines Unternehmens erhöhen, egal ob sich das Aussehen des Logodesigns selbst ändert. Das Coca-Cola-Logo ist ein perfektes Beispiel dafür. Ob Sie nun eine Marke überarbeiten oder mit einem neuen Unternehmen ganz von vorne beginnen, der Name sollte bei der Gesamtentwicklung unbedingt überdacht werden, weil er bei der Kommunikation eine ganz wesentliche Rolle spielt. Vor Jahren traf ich mich mit einem benachbarten Kunden. Er lieferte Latexhandschuhe an Chirurgen, Zahnarztpraxen und Kliniken in der näheren Umgebung. Der Name des Unternehmens war einfach der Name des Eigentümers. Er hatte gesehen, dass ich für andere Unternehmen Logos gestaltet hatte und wollte mich beauftragen, seine Corporate Identity zu überarbeiten. Ich stellte sofort fest, dass der Firmenname deutlich verbessert werden konnte. Als ich den Kunden persönlich traf, stellte ich ihm deshalb zwei Fragen zu seinem Unternehmen und dessen Namen. Ich fragte: Würden Sie Ihr Unternehmen in 15 Jahren gerne verkaufen, wenn Sie könnten? Er antwortete: Ja. Ich erklärte, dass sein momentaner Name für potenzielle Käufer wertlos wäre und dass diese ihn einfach ändern würden. Und dann fragte ich, wie beschreiben oder definieren Ihre Kunden das Tätigkeitsfeld Ihres Unternehmens? Er sagte, unsere Kunden geben uns den Spitznamen Glovemobile. Daraufhin antwortete ich, das sollte Ihr Firmenname sein. Wenn Sie einen Firmennamen wie Glovemobile haben, können Sie längerfristig Ihren Wert steigern. Sollte Ihre Firma also irgendwann verkauft werden, wird der Name einen Wert besitzen, weil er sich in der Branche einen Wiedererkennungswert verschafft hat. Auf lange Frist gesehen wird Ihre Firma also mehr wert sein. Um das Konzept des neuen Logodesigns weiter zu verstärken, lackierten wir den hellblauen Lieferwagen des Kunden weiß, sodass er wie ein Krankenwagen aussah. Und damit war das Glovemobile ins Leben gerufen. Wir fügten auch die Zahl 7 hinzu, um den Eindruck zu vermitteln, dass es eine ganze Flotte Glovemobiles gab. Das nennt man Ehrlichkeit in der Werbung. Ein kurzsichtiger Blick auf den Namen kann beim Marketing längerfristig eine Menge Probleme und teure Änderungen hervorrufen, wenn das Unternehmen wächst und in neue Gebiete vorstößt. Wenn Sie also an einem Logoprojekt arbeiten, sollten Sie unbedingt den Namen prüfen und teilen Sie dem Kunden berechtigte Bedenken mit, bevor Sie mit der Designphase beginnen.